Bullenmarkt oder Bärenfalle, sehe ich die Millionen-Dollar-Frage für die Leute, die long investiert sind, weil jedes Kind weiß an der Börse, wenn ich schlecht investiert habe, große Summe 1989 in den japanischen Markt, brauchte ich nur 33, 34 Jahre, bis ich das aufgeholt hatte. In der Nasdaq im Crash von 2000 dauert es nur 15 Jahre. In Italien wartet man seit einem Vierteljahrhundert darauf, die Höchststände von 1999 zu erreichen. Das ist alles klar. Für Aktiensparer ist das was anderes. Aber interessiert mich auch nicht. Mich interessiert eigentlich nur eins. Bullenmarkt oder Bärenfalle? Wie kann ich trotzdem sehr gut an einer Rosse, an einer Besse oder einem Seitwärtsmarkt verdienen? Und die Antworten gebe ich euch, zumindest meine Sicht der Dinge. Und wenn ihr wirklich erfahren wollt, was los ist, warum wir tatsächlich in bedrohlichen Zeiten sind und ich das hier nicht sagen kann, dann registriert euch bitte, bitte, bitte das Webinar am 17. und 21. April. Wir haben zwei Aussendungen, weil da kann ich Sachen ansprechen, die allgemein nicht so gut aufgenommen werden, meine lieben YouTube-Freunde. Also, fangen wir doch mal an mit dem Bullenmarkt. Der spricht wirklich einiges dafür. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn der DAX auf 20.000 geht oder der Nasdaq nochmal 20% macht. Das ist drin, weil die Aktienrückkäufe, die treiben den Markt. Und wenn man etwas sensibel ist, analytisch, dann weiß man, ich kaufe Aktien im S&P 500, die Aktienrückkaufprogramme haben und liegt seit 1993, 94 immerhin fette 75% über dem S&P 500 Index von den Aktienfirmen, die keine Aktien zurückkaufen. Also bullish. Was ist noch? Ja, die Chief Executive Officers, die CEOs, die sind auch recht zuversichtlich. Das hat auch einen Einfluss auf die Aktienrückkäufe. Also Aktienrückkäufe bedeutet doch ganz klar, ich kaufe Aktien zurück, ich stampfe die ein, es gibt weniger Aktien. Was heißt weniger Aktien? Gleiche Nachfrage, steigende Kurse. So, und dann die nächste Grafik ist hier auch klar. Es gibt zurzeit recht wenige Neuemissionen, also es gibt kein gesteigertes Angebot. Und die Aktienrückkäufe wiederum verknappen den Markt. Und wir haben da einen sehr tiefen Stand 2024, den tiefsten Stand, den größten Stand in der Verknappung seit einem grob Vierteljahrhundert. Geht weiter. Naja, so unvorstellbar rosig sieht es nicht aus, aber es gibt halt Bereiche, wo Gewinnwachstum entsteht. Jeder kennt Nvidia im Communication Service Bereich. Selbst für einige Versorger, da steigen die Gewinne. In anderen Bereichen fallen sie stark. Es ist ein gemischtes Bild, aber man kann ja ein halb volles Glas sehen aus dieser Grafik oder ein halb leeres, wie man meint. Ich komme auf die Negativaspekte noch zu sprechen. Und wir haben hier einen wieder All-Time-High erreicht. Die Anzahl der Konsumenten, die von höheren Aktienkursen ausgehen. Hatten wir das nicht schon bei den letzten Crash? Also wir hatten so einen Interim-Crash 2018, da war das auch der Fall. Also ein kleiner Crash, nur 18%. Aber wenn man sich die Grafik anschaut, das hatte man auch 2002, dieser Optimismus im Jahr 2000, bevor es auf den Nasdaq 82% gefallen ist, ist eigentlich nicht so richtig schön. Aber solange sie gut gelaunt sind, kaufen sie, sind in einer guten Stimmung. Das kann noch weiterlaufen. Ich bin kein Allwissender, aber man kann es auch so oder so sehen. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Sentiment an in den großen Wirtschaftsräumen. In den USA, die wirtschaftliche Lage sieht recht stabil aus und die Erwartungen sind besser geworden. Weltweit trifft das auch zu. Japan, die hat eine recht verheerende Stimmung. Aber das wird auch besser. Asien ohne Japan wird es auch besser. Die Wirtschaftslage sieht nicht so verheerend aus und die Erwartungen steigen. Spricht ja alles für den Bullenmarkt. Naja, Osteuropa, ignorieren wir, kommen auch auf Osteuropa zu sprechen. Da sieht es hundsmiserabel aus. Und die Geldflüsse, oh mein Gott, die Geldflüsse. Die kumulierten Geldflüsse in US-Aktien. Höchster Stand seit 2021 und 2021, wisst ihr, was passiert ist nach 2021? Da gab es einen schönen Inflationscrash von -38%. Aber wen interessiert es? Die Geldflüsse erklären die höheren Bewertungen. Ist doch klar, buy the dip, jede Korrektur muss gekauft werden.
Im Corona-Crash hat es gerade mal 10 Wochen gedauert, da wurde so viel, wurden 25 Trillionen US-Dollar in die Märkte, in die Haushalte gepumpt. Na klar musste der Markt danach steigen, er durfte ja auch nicht fallen, es war ja sehr bedrohlich. Die Situation damals, dieselbe Euphorie sehen wir jetzt. Ja, was sieht denn nicht so gut aus? dieses Vorwort, das KGV für die großartigen 7 Werte sind auch nicht mehr so großartig. Tesla ist abgestürzt, keine besonders guten Zahlen. Apple ist abgestürzt, noch einer ist abgestürzt, es waren mal Siemens, es sind noch 4. Zeigt aber, dass der Markt rational ist. Die Bewertungen sehen sportlich aus. Also für die Magnificent 7 4 ohnehin noch. Das ist noch Microsoft, ist noch drin. Alphabet ist noch, glaube ich, drin. Meta, Facebook ist noch drin. Nvidia ist natürlich selbstverständlich drin. Etwas sportlich die Bewertung, gelinde gesagt. Sogar extrem sportlich, wenn ihr die nächsten Grafik anschaut, auf KGV-Basis 12 Monate nach vorne, war nur kurzfristig höher in den letzten 10 Jahren. Und die Investoren sind eher skeptisch. Ja, sie sind skeptisch. Und das könnte eigentlich ganz gut sein. Viele Investoren sind skeptisch. Also es gibt diesen Wall Street-Buch, The Markets Climb a Wall of Worry. Also solange es Bedenken gibt und Skepsis, steigt der Markt weiter. Teuer? Also wirklich All-Time-High. Diese Datenserie ist fast 40 Jahre. Nasdaq verglichen mit Rohstoffen. Wow, das hatten wir zuletzt in der Phase 1995-94. Ist für mich kein super verlässlicher Indikator. Und richtig scheiße sieht es aus für die US-Regierung. Die verballern 20% ihrer Steuereinnahmen mittlerweile für Zinsausgaben. Das engt sehr ein. Und das Verhältnis Wirtschaftsleistung zur Verschuldung ist eklatant hoch. Ungefähr auf dem Level, wo Griechenland Probleme bekommen hat, immer noch hat. Im Euroland ist die Wirtschaftssituation schlecht, die Erwartungen haben sich leicht verbessert, aber sie ist schlecht. Und in Lateinamerika ähnlich, schlechte aktuelle Lage, bessere Erwartungen. Österreich sagte ich schon, verheerende Lage, schlechte Erwartungen. Aber wenn man sich die Gesamtmenge anschaut der Wirtschaftsdynamik, dann ist natürlich Asien bedeutender als Europa und Amerika ebenso. Aber was passiert denn mit der Liquidität, meine lieben Freunde? Die nächste Grafik. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Liquidität, fallende Liquidität ist eigentlich schlecht für die Märkte. Und davon geht man hier aus. In Schätzungen, Quelle Nordea, vernünftige Quelle, gute Zusammenfassung. Das würde für fallende Kurse im zweiten Halbjahr sprechen, bis Ende des Jahres. Liquidität ist eingegrenzt, das liegt an Zinsen, das liegt natürlich auch an einer Verknappung des Geldes durch die Zentralbanken und die Zinsen werden nicht reduziert, erstmal. Weltweite Nachfrage nach Gold, auch so ein Indikator. Hier wird sehr viel Gold gesammelt von privaten Haushalten und der Goldpreis ist stark gestiegen. Wirklich überproportional stark gestiegen. Und wir haben hier so eine Blasenbildung, auch seit 1977 die Grafik. Wir hatten mal eine Goldblase, wir hatten eine Japanblase, Asienblase, Internetblase, Housingblase, Chinablase, Biotech hatten wir auch Blase. Und wir hatten die ARK Fund von Casey Wood Blase und wir haben jetzt vielleicht eine Bitcoin-Blase oder einen Double Top. Muss nicht sein und wir haben eine Fangblase-Statistik. Also von den Bewertungen haben wir eine Blase. Ob sie platzt oder ob sie weiterläuft, weiß ich nicht, aber sie sieht den anderen Blasen relativ ähnlich. Blasen platzen. Generell. Und wir haben 10% der Aktien machen wie im großen Crash von 1929, das war ein 90%iger Wertverlust übrigens für den Gesamtmarkt. Wir haben wieder diese Konzentration von 10% der Aktien machen 75% der Börsen, des Börsenwertes aus.
das, da jetzt läuft mir etwas kalt den Rücken runter. Und was auch etwas verwirrend ist, es heißt ja, die Geldmenge wird verknappt. Diese Grafik ist wichtig. Bleibt da ruhig mal ein bisschen länger drauf. Wie die vorherige ist auch sehr wichtig, dass die Zentralbanken sagen, ja, wir verknappen das Geld, wir pumpen kein Geld in die Märkte. Aber Fakt ist, und das sollte euch mal zeigen, wie abgefuckt die Situation ist, sie haben zwar das Kapital, die Geldmenge verknappt und nicht mehr neue Anleihen begeben, aber sie haben gleichzeitig noch viel mehr Geld in die Rettungsprogramme der Banken gepumpt. Und ich habe euch ja gesagt, die erste Bankkrise haben wir erlebt, Silicon Valley Bank, Credit Suisse, sage ich nur. Und wir sind jetzt in einer anderen, das ist der kommerzielle, der Gewerbeimmobilienbereich. Was wurde denn da schon reingepumpt wieder seit November 22? Gott, die Banken sehen echt ungesund aus, wenn man solche Rettungsmaßnahmen ständig machen muss. Dem Markt für Lohnsteigerung in den USA sieht auch nicht gerade rosig aus. Der war mal richtig fett bei 9,3% über der Inflation, ging Richtung 3%. Ja, der Investor, der so viel von den Märkten erwartet, wird deutlich weniger vergütet. Nicht unbedingt gut. Also mein Zwischenfazit, der Privatkunde heizt die Märkte an. Das ist eigentlich immer die letzte Phase eines Bullenmarktes, wenn der Taxifahrer dir erzählt, du musst unbedingt diesen ETF mit Global Champions kaufen. Die Insider verkaufen massiv. Wir sind sehr vergreist in Europa und zunehmend verblödet und extrem ungesund körperlich und physisch ausgerichtet. Das ist für mich das größte Risiko überhaupt bis 2027, 2030. Bitte registriert euch für das Webinar. Da kann ich frei reden. Hier ist Schluss mit lustig in diesem Beitrag. Regierungen sind hoffnungslos verschuldet. Rekord Haushaltsdefizite ist nicht gerade gut für den Markt, wenn die Steuern ständig steigen. Das ist ein Crowding-Out-Effekt. Der Unternehmer ist gedrückt. Die junge Generation ist demotiviert. Das ist nämlich der Übergang Babyboomer in die Generation Z und Y. Leute, die sich kaputt gearbeitet haben, da haben die jungen Leute keinen Bock drauf. Die wollen 3-4 Stunden arbeiten, die wollen 35 Stunden arbeiten, das wäre schon viel. Und sie wollen sich selber finden, sie wollen das Glück suchen und nicht die Karriere. Dieser Übergang ist schmerzvoll. Und wir sind vollgepumpt mit wirtschaftsfeindlichen Ideologien, die nur Geld kosten. Neokolonialistische Entwicklungshilfe, gravierende Zäsur, ESG-Vorschriften, dass es einem übel wird als Unternehmer, Klimagedöns. Ich sage nicht, dass das alles falsch ist. Es ist einfach nur teuer und es reduziert die Gewinne von den meisten Unternehmen. Wir sind in einem biomultipolaren Umfeld, also schizophren oder duophren zumindest, ist auch nicht gut für die Wirtschaft. Kriegseskalationsrisiken enorm. Steigende Kriegseskalationsrisiken erklären die Goldpreishosse aktuell. Unser Kriegsmodell ist angestiegen in den letzten 5 Jahren von ungefähr 17%. Mittlerweile sind wir bei ernsthaften Eskalationsrisiken von 37%. Das gibt auch ein ganz gutes Bild, wie der Goldpreis sich entwickelt hat. Bewertungen sind überhöht. Und eines ist auch für mich eine Belastung. Ja? Also ideologisch als Unternehmer sowieso. Ich höre immer nur jeden Tag, wie wir reisen. Jetzt sollen wir nicht mehr reisen können, weil irgendwelche Klimaschäden sind. Ja? Mir wird gesagt, wie ich heizen soll. Es gibt Gesetze in Deutschland, dass ich nicht lauter, mein Hund nicht mehr als eine halbe Stunde bellen darf am Tag. Wenn ich zu laut schreie beim Ficken, dann ist Dampf im Kessel, dann können die auch die Bullen anrufen. Der Superstar in den Medien ist so ein Anzeigenmeister, der rumläuft und denunziert. Das ist so, der geht viral mit Stefan Raab. Es ist das krank. Was ich essen darf, jetzt wird Fleischpreis wird erhöht, wie ich wählen soll. Fucking, was ist das denn schon wieder? Demo gegen rechts, möchte mal Demo gegen links oder Araberfeindlichkeit hören, sehen. Die haben auch keinen Spaß, wenn sie eine Wohnung mieten wollen, nicht nur Juden. Wegziehen, Wegzugsteuer, Nazisteuer, Mann, oh Mann, Zombifizierung. Leute, versteht ihr mich? Bullenrally
haben andere Voraussetzungen, Bullenmärkte als so eine kranke Suppe. Und Bärenfallen gibt es. Weil die Idioten müssen immer die Insider und die Elite ablösen. Ich muss doch irgendwie abladen können auf Honks. Also schwer angeschlagene Bank hatte ich schon besprochen. Natürlich kann es weitergehen. Die Tulpenkrise war 1634 bis 1637. Wie die anfing, war es, ging's noch. Da kostete so ein Tulpe, so ein Tulpenstrauß, so ungefähr wie so ein kleines Bötchen da im Kanal. 1637 war eine besondere Tulpe so teuer, da konntest du ein ganzes Townhouse kaufen in Amsterdam. Ein Jahr später war die so teuer wie ein Blumenstrauß. Ja, da ist überhaupt Short-Selling entstanden oder propagiert worden. Da haben Leute ganz schlau Dinger verkauft, die es noch gar nicht gab, für 37.000 Gulden oder was immer die Währung damals war in Holland, haben die dann zurückgekauft für ein Gulden. Ja. Also mein Fazit ist Best Case, schlaffer Wachstum in den nächsten Jahren mit einem gigantischen Tornado, der sich aufbraut im Gesundheitswesen. Wie gesagt, könnt ihr ignorieren. Könnt ihr euch mit beschäftigen, geht ins Webinar. Aber es gibt natürlich Sachen, die funktionieren. Ja, auch in solchen Scheißmärkten oder in einer Bärenfalle. Ausschau halten nach sehr günstigen Wachstumswerten. Biotech, Tech, das ist ein Börsenbrief. Da haben wir einige tolle Beispiele. Wir stellen eine Anleihe vor mit 18% Rendite, die ist so weit unter Investment Grade nur. Mit einem stabilen und günstigen oder guten Outlook. Es gibt wachstumsträchtige Rohstoffe. Wir wissen doch, was wir eine Kaffeehosse und eine Kokorhosse gesehen haben. Anleihen. Wenn wir tatsächlich wie JP Morgan Superstar CEO und WEF Aficionado Jamie Dimon für 150 Millionen Aktien vertickt, was er noch nie gemacht hat in diesem Umfang, aber gleichzeitig sagt, wir kriegen eine Rezession, dann wissen wir doch genau, dass Anleihen interessant sind, Wandelanleihen. Die können auch interessant sein in einem stabilen, neutralen, minimalen Wachstumsmarkt. Dividendenwert 10%, KGV 2,3 gibt es. Besprechen wir Nachzügler in den Frontier Markets, in den Emerging Markets, in den Value Aktien, die sind teilweise richtig günstig, könnte man kaufen, aber bitte nicht mit jedem Cent, den man im Safe hat, sondern einfach nicht so gierig sein. Über Jahre kaufen, dann kriege ich nicht so auf die Fresse, wenn wir einen Japan-Crash haben, wenn wir einen Dotcom-Crash haben, wenn wir einen Immobilien-Crash haben, wenn wir einen Banking-Crash haben. Also, und es ist natürlich ein wunderbares Umfeld, um zu shorten. Da kann ich gar nichts zu sagen, weil wenn ich zu viele Firmen erwähne, kriegen wir sofort Androhungen juristischer Art von irgendwelchen Firmen, denen das nicht gefällt. Aber da können wir auch frei drüber reden im Webinar und sowieso in unserem Börsenbrief. Und wer sich dafür interessiert, kann ich nur engstens empfehlen, sich das reinzuziehen. Es ist... Es sind viele Sachen drin, die auch Vollprofis wahrscheinlich noch nicht kennen. Es ist nicht nur für Möchtegerns, Amateure oder einigermaßen Etablierte, auch für sehr schlaue Leute, die schon alles wissen. Wisst ihr nicht, weiß ich nämlich auch nicht, hat es einen hohen Mehrwert. Ich danke euch dafür, dass ihr mir zugehört habt. Ich weiß, das war recht schnell mit den Grafiken, aber ich möchte die Videos in der Zeit reduzieren, die Informationsdichte hochziehen und euch dazu bringen, dass ihr euch selber weiterbildet. Alles Gute, euer Florian.